Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Tutorial werde ich dir zeigen, wie du den Bergfried der Burg Chateaugaillard bauen kannst. Im ersten Teil haben wir das hier gemacht. Wenn ihr den Teil dann so abgeschlossen habt, wie ich ihn euch gezeigt habe, dann macht ihr hier eine Fläche rein. Das heißt einfach hier, wo die Schießscharten mehr oder weniger sind, ist dann noch ein Block drauf. Also dort, wo der Bogen zu Ende ist, das ist hier, kommt dann noch eine Reihe Blöcke drauf. Und dann kommt hier eine normale Fläche rein. Die braucht ihr auch gar nicht unbedingt, denn wir beginnen dieses Video, indem wir hier eine Fläche reinziehen. Ich nehme dafür ganz normale Eichenholzstufen und da fülle ich mal alles auf. Außer natürlich die Schießscharten, weil die soll man ja auch benutzen können. Das wäre dann recht ungünstig, wenn ich die auffüllen würde. Dazwischen hier sind Treppen, die zeige ich euch dann aber etwas später, wie ich die da genau hinbaue. Wir sehen uns gleich. Jetzt haben wir hier mal einen ordentlichen Boden drin. Sieht ein bisschen hübscher aus, kann man auch aus jedem anderen Material machen, das ist eh logisch. Die Plätze hier für die Treppen sind freigelassen worden und hier in der Mitte, wo dann der Bergfried draufkommt. Das wird aber den Rahmen dieses Videos sprengen, deshalb zeige ich euch einfach nur die Form und den Rest gibt es dann in folgenden Tutorials. Dieses Video ist interessant für Leute, die die Burg Chateaugaillard 1:1 nachbauen wollen. Also 1:1 von mir ab, es ist nicht 1:1 zum Original, das will ich nur mal nochmal klarstellen. Oder für Leute, die einfach nur den Bergfried machen wollen. Alle anderen Tutorials werden sowohl für die Burg als auch generell für Minecraft nützlich sein. Das heißt, ich werde zum Beispiel zeigen, wie man ein Himmelbett baut oder wie man einen Kachelofen baut oder wie man einen Spiegel baut und lauter solche Sachen. Das heißt, oder einen Schrank, ganz normal. Das heißt, es werden da haufenweise Tutorials kommen, die werden aber alle mit der Burg auch zu tun haben. Das erste Tutorial und dieses Tutorial hier wird ein bisschen trockener sein, oder die sind ein bisschen trockener, aber nachdem das trotzdem so gut ankam, dachte ich mir, ich mache das weiter so. Weil, was soll ich sagen, irgendwo muss ich beginnen und ich dachte mir, der Bergfried ist halt eine super Möglichkeit zu beginnen. Es werden dann auch noch Torhäuser kommen und alles mögliche, aber vor allem der Bergfried ist wichtig und bei dem dachte ich mir, beginne ich. Die ganze Tutorial-Reihe wird im Laufe der Reihe interessanter. Aber toll, dass so viele eingeschaltet haben. Also das erste Video hat jetzt 130 Aufrufe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele bekommt. Ich finde das mega cool. Und ich hoffe, dass dieses Mal auch über 100 Leute einschalten. Das wäre meine sehr große Freude. Und damit geht's weiter. Ich zeichne jetzt da den Bergfried an, indem ich hier den Ring hier mache. Das wird ein runder Bergfried. Also, hier haben wir einen 7 Blöcke breiten Streifen. Danach wird es 2 Blöcke breit, dann 1, dann nochmal 1 und dann das gleiche halt wieder in die andere Richtung. 2, 7, 2, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 1, hier nochmal und hier auch nochmal. Hier kommt nämlich der Eingang rein, wie gesagt, zeige ich im dritten Teil. Oder im vierten oder im fünften, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das machen will. Ich glaube, ich beginne einfach hier mit einer Wendeltreppe, damit ihr mal seht, wie hoch das Ganze wird. Und die Fassade kommt dann erst ganz zum Schluss rein, mit den ganzen Dekorationselementen. Das war eigentlich auch ganz cool. So, damit zu den Schießscharten. Wir beginnen hier bei der Ecke. Wir holen uns dafür Treppen. Steinziegeltreppen natürlich, damit es zum Rest dazu passt. Zwei Blöcke oberhalb von dem Bogen, beziehungsweise der Bogen plus ein Block drauf, beginnen wir dann. Genau dort, wo hier die Öffnung ist, machen wir hier eine Schießscharte rein. Dazu bauen wir einfach zwei Treppen. Die eine ist halt kopfüber, die andere ist normal.
Und auf die andere Seite bauen wir dann wieder Steinziegel hin. Und jetzt sieht das hier aus wie eine Skischarte. Richtig einfach gemacht. Aber wieso sollte man es umständlich machen, wenn es auch einfach geht? Ja, jetzt wird es dann etwas kniffliger. Jetzt kommt nämlich hier so eine Art hölzernes Maschikuli. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das genau heißt. Ich hätte vielleicht nachschauen sollen. Fakt ist, dass es das Teil gibt. Und ich bin mir relativ sicher, für was das gut ist, nämlich für die vertikale Verteidigung. Gleich wie ein Maschikuli. Bin mir nicht sicher, ob es eins ist, aber ich weiß auf jeden Fall, wie man das baut. Und wie man das so baut, damit es halt auch einen Nutzen hat. Ich habe das Ganze auch getestet. Das ist ein ziemlich cooles Teil. Das wird folgendermaßen gebaut. Dort, wo, also beim oberen Teil der Skischarte, kommt eine Treppe hin. Wir orientieren uns an diesen Säulen her. Dort, wo diese Säulen hier sind, bauen wir die Treppen hin. So viel sei gesagt. Ist nicht ganz einfach hier, weil hier wird es ja schräg. Aber hier ist es durchaus möglich. Also, die umgekehrten Treppen hin. Dann kommt eine Stufe drauf. Dann kommt noch eine Stufe drauf. Okay, man hätte auch einen normalen Block draufsetzen können, aber egal. Die mittlere Stufe wird hier um 1 verlängert, dass es hier so raussteht. Dann kommen hier zwei Zäune hin. Einmal hier und einmal hier, dort wo die Treppen sind. Hier werden die Stufen rüber verlängert, so damit das hier geschlossen ist. Und hier kommt ebenfalls so eine Stufe hin. So, und wenn man jetzt dann hier noch die steinernen Stufen dran macht, also einmal hier, einmal hier, einmal hier und einmal hier, dann hat man hier einen Aufgang. So, oh, jetzt kann man hier nicht rausschießen, dann drückt man einfach Shift, dann ist man klein genug und dann kann man sich unterhalb reinzwängen und kann super runterschießen. Ich habe das getestet, ob das einen Effekt hat, wenn man getroffen wird, ob man dann trotzdem weiterschießen kann, ohne dass man da einen Boost kriegt. Ich merke da nicht wirklich einen Unterschied. Es hat eigentlich nur einen Nachteil, dass man halt Shift drücken muss und vielleicht nicht so schnell wieder rauskommt. Allerdings hat es einen entscheidenden Vorteil, wenn man hier das Dächelchen, so, also erstens sieht es hübscher aus, und wenn man das Dach hier so drauf macht, dann kann man nicht getroffen werden, wenn man hier so drauf schießt. Also dann kann man kaum getroffen werden. Ich glaube, es ist gar nicht möglich, dass man getroffen werden kann, außer wenn man zu nah an den Zäunen, an die Zäune ranläuft, dann backt man irgendwie da so ein bisschen durch, dann kann man wieder getroffen werden. Aber an und für sich, wenn man halt hier so normal steht, dann sollte man nicht getroffen werden. Wenn man ein bisschen weg ist, wenn man hier komplett reinläuft, dann kann man, glaube ich, doch wieder getroffen werden. So, was wäre die andere Option, dass man besser ran kann? Wenn man das hier so machen würde, dann könnte man ganz normal hier ranlaufen und wieder weglaufen. Wäre fürs Schießen besser, sieht dann aber nicht so hübsch aus und vielleicht ist da ja noch eine andere Burgmauer, also bei uns ist zumindest so der Fall, dass da eine Burgmauer hinkommt. Die ist zwar niedriger, aber man könnte dann im richtigen Winkel den Schützen hier treffen. Hier drin ist es sowieso kaum möglich, aber hier, ja. Ist ein cooles Teil, hat mir ziemlich Spaß gemacht, das so auszuprobieren. Wie kann man denn genau getroffen werden? Ich mache sowas generell gerne. Das gleiche kommt dann hier natürlich auch hin. So. Und hier kommt dann, haben wir hier verbaut. Die Skischarte kommt bei dem Teil hier so hin. Ob ihr das in die Richtung macht oder umgekehrt macht, ist egal. Wenn man so macht, dann trifft man mehr, also theoretisch trifft man mehr, wenn da halt was wäre. Aber dann kann man halt in die Seite mitschießen. Wenn man das jetzt umgekehrt macht, ich zeige es euch mal ganz kurz. Ups. Wenn man das hier so zum Beispiel hier machen würde, dann kann man nur in die Richtung schießen. Das heißt, ich mache es persönlich immer lieber so. Wie gesagt, ich baue es schön militärisch immer. Ich kann es nicht oft genug betonen. Das Ganze soll halt wirklich auch einen Nutzen haben, so wie ich das mache. Jo. Bei sowas hier trifft man nicht so gut raus, weil hier der Zaun direkt an die Mauer dran geht. Wenn man eine Treppe stattdessen hier reinmacht,
So, wenn man Treppe stattdessen reinmacht, dann ist das hier nicht der Fall. Nachdem das aber dann ein bisschen komisch aussieht, mache ich einfach das ganz normal. Auf dieses bisschen Feuerkraft kann man verzichten, dafür sieht es dann halt hübscher aus. Hier wieder eine Stufe drauf, nach vorne verlängern und ja, dann wieder eins nach oben bauen. Hier und dann hier so weiter. Und fertig ist das zweite Mal Shikuli. Ich habe es halt irgendwie mitten verbauen. Die Treppe da hinten, die kommt auch ganz normal drauf. Hier so rein. Und der Effekt ist wieder der gleiche. Wenn man hier das ein bisschen schöner machen will, also damit es, ja, das zeige ich beim nächsten. Das nächste wird etwas schwieriger, das ist nämlich dann schon relativ schräg. Und so schräger das es wird, desto schwieriger wird es irgendwie, weil da muss man immer einen Kompromiss finden. Es wird immer schwieriger, dass man das halt auch benutzen kann. Also, das sehen die meisten Leute gar nicht. Ich habe einen Block vergessen wegzureißen. Das ist eigentlich ein Block der Treppe. Die meisten Leute sehen irgendwie nicht ganz den Aufwand dahinter, wenn man das wirklich so macht, dass man halt rausschießen kann. Demzufolge kann sie es auch nicht wirklich wertschätzen. Aber wenn man das selber mal gebaut hat, dann wird man das nie wieder vergessen, was es bedeutet, dass man ordentlich rausschießen kann und dass es einigermaßen hübsch zugleich aussieht. Das ist wirklich sehr schwer hinzubekommen. Hab das auch nicht ganz beim ersten Anlauf geschafft. Bei so was, bei einer ähnlichen Konstruktion in der, also ich bin schon relativ weit mit der Burg, also die Kernburg ist mehr oder weniger schon fertig. Da gab es schon ein paar Stellen dabei, da muss ich das halt außerhalb vom Replay ein paar Mal umändern, weil es einfach nie so gepasst hat. Und ich finde es jetzt auch noch nicht so wirklich hübsch. Aber wirklich anders kann man das, glaube ich, gar nicht so gut umsetzen, weil in Real Life ist es halt wesentlich leichter, was Kreisförmiges zu machen und in jede Richtung irgendwie einen Gebäudeabschnitt zu machen, als das in Minecraft der Fall ist. So, hier. Ich glaube, jetzt kommen wir schon zum ersten Punkt. Also, die Zäune hier sind in erster Linie dazu da, dass man nicht rausfällt. Wenn die Zäune so hier sind, dann kann man hier in der Mitte durch, also wenn man jetzt sneakt und ranläuft und dann loslässt, dann fällt man halt runter. Ist doof. Deshalb mache ich das so, dass ich die miteinander verbinden. Das müsst ihr aber nicht machen, wenn das halt nicht wirklich einen militärischen Nutzen haben soll. Also ich weiß jetzt auch nicht, also ich mache halt Events mit den Burgen und wir kämpfen halt auch da wirklich gegeneinander. Wenn ihr das nicht wollt, beziehungsweise wenn es euch egal ist, dann könnt ihr den hier durchaus weglassen oder generell die ganzen Zäune weglassen. Dann ist es erstens ein bisschen einfacher zu bauen, zweitens sieht es ein bisschen hübscher aus. Ja. Das ist dann euch überlassen. Okay, jetzt wird es ein bisschen kniffliger, weil hier eine Schräge drin ist. Das heißt, wir müssen uns hier was einfallen lassen. Beziehungsweise ich weiß eh, wie es geht. Ich mache hier nicht nochmal die gleiche Treppe hin, weil das wäre dann aufgrund der Schräge ein bisschen komisch. Deshalb ist das hier mein Kompromiss. Ich mache hier Stufen rein. Und dadurch ist es ein bisschen schräg, es ist gerade nicht gerade, fail, es ist leicht schräg, so ein bisschen angedeutet und ja, passt auch. Hier ist ein bisschen überbelichtet, keine Ahnung, was mit dem Shader auf einmal los ist, ist oder auf einmal so dermaßen hell ist. So, hier kommt dann wieder die Skischarte rein. Hier wird es aber etwas enger. So. Ja. Ich mache hier die Skischatte andersrum. Weil hier nicht so viel Platz zur Verfügung ist, würde ich die gerne etwas mittiger haben. Oben kommt überall einmal Holzstufe drauf. Was ihr dafür Holzstufen nehmt, ist egal, aber mein klarer Favorit, wenn man ein Video schaut, da weiß ich es eh, ist die Schwarzeichenholzstufe oder generell alles, was mit Schwarzeichen zu tun hat. Ich finde die mega cool. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den Baum überhaupt in Wirklichkeit gibt.
oder ob das halt, ob man nur so umgangssprachlich irgendwie so zu einem dunklen Holz sagt oder zu einer dunklen Eiche sagt. Wobei Eichenholz ist ja eigentlich eh immer dunkel. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es sie gibt. Ich habe das mal gegoogelt, ob es das gibt. Aber die. Irgendwie kamen dann nur die Minecraft-Bilder von der Schwarzeiche. Also, wenn es das Teil gibt, dann ist es, glaube ich, nicht allzu bekannt. So. Hier sind wir schon ziemlich ordentlich in der Schräge drin. Ist natürlich super nervig, hier was zu bauen. Aber da kann man genau das. Also, im Winkel von 45 Grad, da geht's noch. Ups, jetzt habe ich mich da verbaut. Schon wieder, was ist denn heute los? Wird meine Maus kaputt oder so? Also, wenn ich das hier so rüber baue, dann habe ich hier wieder dann den Platz. Und ich habe hier vergessen, das Niveau kommt hier ein Block höher hin. Jo, ihr merkt schon, es sieht etwas sonderbar aus. Aber ich kann nicht versprechen, besser wird's nicht. So. Ne, es ist halt, wenn alles schräg gebaut wird. Hier ist die Vorlage etwas anders. Also ich habe das offensichtlich anders gelöst hier bei meinem ersten Bauwerk. Ist mir aber egal, ich löse das jetzt so. Auch wenn ich da vielleicht einen Baufehler dabei hatte bei meinem Bauwerk, muss ich danach halt kontrollieren. Offstream. Wenn ich es jetzt schöner hinbekomme als beim Original, dann reiße ich das Original nochmal weg und baue es hier nochmal hin. Ich weiß ja auch nicht mehr auswendig, wie ich genau was gemacht habe. So. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte schreibt mir das rein. Wenn es okay ist, würde ich euren Kommentar dann kopieren und gleich am Anfang vom nächsten Video einfügen und dort klären, weil ich habe gesehen, ein Viertel der Zuschauer, und das ist mehr als ich gerechnet habe, ein Viertel der Zuschauer schaut sich das Video komplett an. Deshalb gehe ich mal davon aus, wer sich das Video komplett anschaut, baut das irgendwie nach. Oder will zumindest was Ähnliches bauen. Oder baut das nach und baut es danach um. Oder baut gewisse Teile davon nach. Oder, keine Ahnung, ist eingeschlafen währenddessen. Oder findet das einfach nur interessant, was ich halt so dazu quatsch. Das kann natürlich auch sein. Fakt ist, es wird den einen oder anderen geben, der das gerne nachbauen würde oder gerade nachbaut. Und wenn es Probleme dabei gibt, und ich bin mir sicher, dass einige Probleme dabei haben, das nachzubauen, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, vielleicht hat jemand die genau gleiche Frage und dann kann ich die direkt im Video bearbeiten. Es wäre mir eine Freude. Generell gehe ich eigentlich auf jeden Kommentar ein und das wird vermutlich auch noch so bleiben, solange ich irgendwie unter, ja, keine Ahnung. Also ich habe das damals bei meinem Kanal mit 15.000 Abonnenten auch geschafft. Ich nehme an, in Minecraft werde ich eher nicht so an meine Grenzen stoßen, was irgendwie da die Kommentare angeht, dass ich es irgendwie, wie soll ich sagen, dass ich die nicht bearbeiten könnte. Also solange ich so unter 50.000 Abos habe, werde ich mir definitiv jeden Kommentar durchlesen. Manchmal schreiben die Leute einen Quatschkommentar oder machen Werbung irgendwie so, da schreibe ich halt nichts drunter, weil wenn mich halt was ärgert. Also ab und zu lese ich auch einen, das kann natürlich auch passieren. Oder denkt man, boah, der hat was Tolles geschrieben, da will ich jetzt nicht in der Schnelle drauf antworten. Ich antworte dem dann, wenn ich daheim bin und dann vergesse ich es halt, das kann natürlich auch sein. Aber wenn ich mich jetzt über einen Kommentar ärgere, dann antworte ich halt nicht drauf. Also wenn jetzt einer sagt, oh, reagier doch endlich mal auf mein Video oder sowas, das ist halt super nervig, wenn das irgendwie Leute machen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder zum Beispiel auch, wenn Leute irgendwie sagen, ja, gibt das Ganze mal zum Download frei. Ich habe halt relativ wenig Zuschauer bei meinen Videos, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich will halt die Bauwerke nicht zum Download freigeben, weil dann schauen die Leute die Videos nicht. Und sind unfassbar undankbar. Natürlich freut sich der eine oder andere, aber ich habe da teilweise hunderte Downloads und Likes im einstelligen Bereich dann auf besagte Videos gehabt. Das ist dann irgendwie schon traurig, irgendwie, wenn man die Zeit hat, dass man sich runterladen, installieren etc. kann. Aber den, der halt 100, über 100 Stunden in das Bauwerk reinsteckt, da hat man dann nicht die Zeit, dass man den dann irgendwie unterstützt. Deshalb
sage ich das ja gleich vorweg. Ich gebe dir meine Sachen nicht zum Download frei, solange ich halt noch relativ klein bin. Wenn ich irgendwie ein bisschen größer bin, dann kann ich natürlich Downloads freigeben. Dann weiß ja auch jeder, dass es von mir ist. Und meine Angst ist halt, dass irgendwie das Bauwerk klaut oder so und dann irgendwie eigene Videos davon macht und dann ja, denken alle, dass ich das Bauwerk geklaut hätte. So was in der Art ist mir schon mal passiert. Und das war kein schönes Gefühl, aber das möchte ich auch nicht nochmal haben. Hier habe ich die Treppen reingemacht. Und hier ist dann auch genau die Mitte bei dem Block hier. Und die Seite gegenüber, die macht halt einfach genau gleich. Also das ist jetzt nicht so eine Hexerei. Einfach das, was ich hier gemacht habe, nochmal drüben hin machen. Es ist halt genau spiegelverkehrt. Dach. So, und jetzt kommt hier auch schon die letzte Schießscharte für dieses Video. Hier kommt noch eine Treppe hin. Das hier ist irgendwie die blödeste Treppe. Das löse ich hier so mit Stufen. Hier ziehe ich das wieder etwas höher. Und wird hier die Ecken etwas höher ziehen. Hier kommt noch ein Zaun rein, hier kommt noch ein Zaun rein, hier kommt noch ein Zaun rein und hier auch noch. Bei dem können wir die Ecken hier weglassen, denn ansonsten ist das Teil hier einfach viel zu breit. Da kann man eine Ausnahme machen, vielleicht hier so. Und das reicht dann jetzt auch schon. So habe ich das hier gelöst. Auf der Hinterseite kommt eine ähnliche Treppe rauf. Dieses Mal nur aus Stufen. So. Und damit habt ihr da die ersten Schießscharten fertig. Das macht ihr, wie gesagt, genau gegen gleich auf die andere Seite hin und dann seid ihr im Prinzip fertig mit dem unteren Teil des Bergfrieds.
im nächsten Video mache ich dann entweder die Wendeltreppe oder Innendekoration, wobei da gehört eigentlich die Wendeltreppe dazu. Oder ich mache direkt die komplette Fassade und den ganzen Turm drauf. Was wollt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. In dem Sinne, tschüss, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns morgen oder übermorgen oder keine Ahnung, wann ich den nächsten Teil hochlade. Tschüss!